Und jetzt ist auch die Sozialdemokratie am Wort. Aus Niederösterreich, Eva Prischl. Werte Ministerinnen, das ist so aufgeheizt, diese Stimmung. Ich bin relativ neu hier und muss ehrlich sagen, diese Emotionen, die darüber kommen, es ist sehr schwer für mich hier zu stehen und wirklich jetzt meinen Text runter zu euch. Ja, wirklich, es ist so. Also noch einmal, ja? Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, bitte habt Nachsicht. Okay. Leben ist nicht nur Arbeit, ja? Es kommt mir schon fast vor. Viele Menschen in unserem Land haben Angst, die haben wirklich Angst. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Die haben Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Arbeitsplatz und sind beunruhigt, wie sie das Aufrechterhalten der Gesundheit und des Familienlebens bewältigen können. Und das ist jetzt keine Märchenstunde, das ist tatsächlich so. 12 Stunden Arbeit am Tag und 60 Stunden Arbeit in der Woche. Keine Zeit für die Familie und keine Zeit für die Pflege der eigenen Gesundheit, bitte. Und keine Zeit für Freizeitaktivitäten. Das ist eine Schande für Österreich. Es ist so, ja? Okay. Es ist eine Schande. Ich erinnere mich als Abgeordnete hier in diesem Haus ein Gelöbnis abgelegt zu haben, wie wir alle. Und zwar, ich habe unverbrüchliche Treue der Republik, stete und volle Beobachtung der Gesetze sowie die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten geschworen. Und wenn ich das beobachte, dann kann ich nur Nein sagen. Das ist meine Pflicht hier. Und ich sage hier Nein und nochmals Nein zu diesem neuen Arbeitsgesetz. So geht das nicht. Das geht so nicht. Nein, absolut nicht. Ich vertrete hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Bezirk St. Pölten und Lilienfeld und da bin ich verpflichtet, definitiv verpflichtet. Nein, das kann nicht sein. Das ist jetzt meine Meinung. Die lassen Sie bitte gelten. Mit diesen Bedenken stehe ich sowieso nicht alleine, sondern meine sozialdemokratische Fraktion steht dahinter und viele, viele Organisationen, wie der katholische Familienverband auch und die Frauenorganisationen, Vertreter der Feuerwehren und auch, wie mein Kollege Dr. Leitner schon gesprochen hat, die österreichische Bischofskonferenz. Da fragt man sich jetzt, der Bischof, glaube ich, meint das sehr wohl ehrlich und aufrichtig. Ich war bei der Amtseinführung des Bischofs von St. Pölten zugegen, auch mein Kollege, der hat auch diese Worte in den Mund genommen und auch der Superintendent, ja, gesagt, bitte passt auf. Die beabsichtigten Gesetzesänderungen dürfen auf alle Fälle einer Begutachtungsverfahren und sind demokratiepolitisch bedenklich. Und das ist eine Geringschätzung des Familienlebens, ja. Diesen Aussagen kann und voll... Diesen Aussagen kann ich mich voll und ganz anschließen, ja. Es ist nämlich relativ leicht vom Schreibtisch aus, solche Ideen zu schnüren auf der Baustelle. In der Fabrik, am Fließband schaut es aber anders aus, ja. Sagen wir Nein zu den beabsichtigten Gesetzesänderungen, ja. Möge die Vernunft siegen zum Wohle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Kinder. Denn wir wollen aber auch nicht, dass die Väter ihre Kinder nicht mehr sehen nach 12 Stunden Arbeit. Da ist man nämlich erschöpft und ausgelaugt. Und vor allem, man macht Fehler. Ja? Wenn man zweimal 12 Stunden hintereinander arbeitet, sollte man mindestens 3 Tage sich ausruhen. Das können Sie nachgoogeln, weil es steht auch, es ist arbeitsmedizinisch erwiesen. Und es kann nach so langen Zeiten zu Arbeitsunfällen führen. Und wir wollen keine ausgelaugten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bitte besinnen Sie sich noch einmal und verhandeln Sie das Gesetz mit den Sozialpartnern. Denn Leben ist nicht nur Arbeit. Bitte denken Sie auch an Ihr Gelöbnis. Danke. Leben sei nicht nur Arbeit, sagt Eva Prischl von der SPÖ Niederösterreich. Und